Hallo und herzlich willkommen hier aus einer kleinen dunklen Kammer und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar habe ich hier zwei Knöpfe und eine Wand und wir haben hier keine Pisten. Wir haben, wie man es im Thumbnail sieht, Command-Blöcke. Und ich habe mir gedacht, es wird mal wieder nach langer Zeit wieder Zeit für ein Thumbnail. Das auch, aber auch für ein anderes Video, nicht für die Let's Plays. Ich entschuldige mich, dass die Let's Plays auf einmal so überlaufen auf dem Kanal. Da kommt man wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht ganz hinterher. Die Antwort habe ich auf Google Plus gesagt. Kann ich auch natürlich jetzt noch im Video sagen. Und zwar habe ich das Ding, ich fange nächsten Monat eine Ausbildung an und da habe ich wenig Zeit, etwas hochzuladen, da ich jetzt ein Minecraft-Let's Play auf dem letzten Drücker so anfangen möchte, will ich diesen letzten Monat nutzen, um einfach mal ein bisschen mehr hochzuladen. Es wird auch wieder weniger. So. Ich befinde mich jetzt hier in einem kleinen dunklen Kämmerchen. Ich kann den Game Mode ruhig auf Null machen. Man sieht im Chat, hier ist schon so einiges passiert. Setblock gesetzt, ne? Geht heute um einen Command. Und zwar kann ich mit diesem Knopf Licht reinbringen. Dann sehen wir hier im Chat 9x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x Adblock platziert. Das können wir auch wieder schließen. Und öffnen. Und schließen. Und öffnen und schließen. Okay, ich höre auf. So, die Technik dahinter ist ganz einfach. Oh, ja. Wow, wo sind wir gelandet? Zeitkapsel, nee. Wir haben hier natürlich Command-Blöcke jetzt, um das hier alles zu bepowern. Und zwar habe ich so ein Tor schon mal gezeigt mit dem Fill-Befehl. Ich habe einen Geheimgang durch einen Kamin mit Pistons gezeigt und jetzt wird es wieder ein Stückchen anders. Ich hätte es natürlich auch mit dem Fill-Befehl machen können. Dann in den Command-Block, da braucht man ziemlich wenig, also ganz wenige Command-Blöcke. Eins oder zwei Stück. Ein Stück, glaube ich. Nee, zwei. Zwei. Ein, um in den Fill das zu setzen, an einen anderen, um das wieder zu Luft zu machen. So. Ich erkläre das Ganze mal. Wir haben hier einen Block. Damit können wir hier die erste Reihe starten, das haben wir jetzt zu. Hier sehen wir jetzt Block platziert. Wir gehen jetzt einfach mal in den ersten Command und schauen mal rein. Im Create. So, jetzt haben wir hier den Set-Block-Befehl. 4, 5, 2, 6, 1, 4, 5 und Minecraft die ID Stone-Stein. So, hier unten stehen wir in die Ausgabe. Block platziert. 21 Uhr 35 und 14 Sekunden. Ist jetzt die Uhrzeit, ja. Und hier sehen wir jetzt, also wir haben jetzt hier den ersten Command, 4, 5, 2, 6, 1, 4, 5. Wenn ich jetzt hier unten gehen gehe und schreibe Set Block und dann die Koordinaten, dann kommen die Koordinaten zustande, die hier diesen Stein hier betreffen. So, können natürlich auch Minecraft, dann Fire, Daylight Detector, können wir sogar hier, ach geil, oh, hier können wir in den Dschungel, hier sind so eine kleine Katzenkappe, aber habe ich gerade. Okay, ja, können wir auch immer auf jeden Fall so erstellen und ja, auf der anderen Seite ist es, also wir haben natürlich jetzt hier die ganzen Commands, das ist eigentlich vollkommen gleich aufgebaut, hier hat man halt die ganzen IDs von den Blöcken, das ist eine 3x3x3, Pisten, Command-Block-Tür oder Tor und das hat halt den Vorteil, dass es nicht laut ist und so und wir können ja, hier sind natürlich noch die weiteren Koordinaten von der Mitte und so weiter. Und um das Ganze wieder zu löschen, dann müssen wir auch machen. Also kann ja nicht so bleiben. Muss ja auch gelöscht werden, wie man sieht. Ich kann hier draufdrücken, um das zu aktivieren. Um das zu löschen. Und das Löschen geht auch ganz einfach. Ist eigentlich das Prinzip dasselbe. Die Koordinaten genauso raufgeschrieben, nur mit Minecraft und nicht Stone, sondern Air. Air bedeutet so viel wie Luft auf dem Englisch, also in Englisch. Und deshalb wird dann der Block in Luft umgewandelt. Das mache ich sehr gerne, wenn ich irgendwelche alten Gebäude so weghaben möchte. Dann mache ich Fill-Befehl und dann Englisch mit Air. Und dann kriege ich Gebäude weg, kriege ich alles weg. So, das war's schon wieder. Mehr ist hier echt nicht. Also das ist die ganze Geschichte, hat sogar teilweise sehr lange gedauert, wie man hier sieht. Also hier ist schon was zustande gekommen von den Befehlen her. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Zum Nachbauen mache ich das nicht. Ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut erklärt mit dem Fill-Befehl. Seid ihr da besser dran? Habe ich auch ein Video gemacht. Findet ihr bei mir auf dem Kanal.
und boah, ich muss sagen, es ist ziemlich heiß. Wir haben 40 Grad oder so jetzt draußen und boah, mein Computer schafft das hier auch kaum. Gut, dass ich ein Tutorial aufnehmen kann. Mal sehen, ob ich es heute noch hochlade. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder beim Let's Play oder bei einem Minecraft-Server-Let's Play auf dem Gommel-Server, keine Ahnung. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Abwechslung jetzt kommen. Aber was es natürlich auch geben wird, ist das Minecraft-Let's Play, was jetzt weiterläuft. Vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich schon wieder und immer wieder und immer wieder sage ich das. Wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.